18 und bis 20 weiß ich nicht, wie viel Filme ich gemacht habe. Aber es ging wunderbar, ohne Protektion. Ich war sehr fotogen und wahrscheinlich auch gute Schauspielerin. Und dann ist nicht lang Telegramm von der UFA aus Berlin. Ich erkannte nämlich einen, ich weiß nicht, ich habe ihn zufällig kennengelernt, aber er hat irgendwie gespürt, dass in mir etwas ist und hat gesagt, Sie müssen jetzt an Deutsch arbeiten, Sie müssen Deutsch lernen. Richtig. Ich konnte Deutsch, aber dieses Schuldeutsch, das ist ja nichts. Und das war ganz komisch. Da fuhren wir mit meiner Mutter über Nacht nach Berlin. Um 6 Uhr früh standen wir vor der UFA, Tor, das war noch zu. Da hat uns niemand reingelassen. Und dann kam sie endlich geöffnet. Und ich habe gesagt, ja, ich komme zur Probeaufnahme. Die haben mich geschickt in eine Halle bei der UFA. Und ich machte, wie man Probeaufnahmen macht, von allen Seiten erst ein Fotogen und dann, ich weiß nicht, was für eine, aus Rollen, irgendetwas. Nun, nach der Probeaufnahme haben die direkt und dann, ich habe abgenommen, ich sprach besser Deutsch und die haben angefangen, einen großen Film, Barcarolle. Und das spielte in Venedig. Und Giacinta hieß ich. Und ich konnte also mit ein bisschen Akzent sprechen, Italienerin. Und ich habe also, ich will sie nicht lang machen, ich habe dann den ersten Tag gedreht und da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Wir müssen es nochmal probieren. Das Deutsch ist noch nicht so und sie müssen... Das muss noch anders werden. Dann mich zusammengenommen, habe ich gesagt, Herrgott, noch mal, das muss gehen. Und das ist am nächsten Tag mit Willy Birgel, das war ein großer Schauspieler, habe ich die Szene gemacht und es ging. Es war gut. Und das war ein wunderschöner Film. Das wurde alles gebaut in zwei Hallen, haben sie zusammengegeben und gefüllt mit Wasser. Und sie haben Miniaturgondeln gebaut. Also nicht ganz große, sondern kleinere, damit sie ins Atelier gehen. Es war irrsinnig kalt, es war Dezember. Und ich fror furchtbar da in diesem Wasser. Und es war aber sehr, sehr interessant und ich habe also mit einer guten Schauspielerin gespielt und manchmal haben sie mich halt korrigiert, ich musste die Sätze ein paar Mal sagen, weil ich immer so ein bisschen Fehler machte, aber es ging und es war wunderbar. Es war irgendwie auch mein Schicksal. Es kam ins Atelier, weil es so interessant war, die ganze Regierung. Hitler, Goebbels,
alle diese Posidaten, ich kannte sie nicht. Ich habe mich zurückgedrückt, ich wollte ja gar nicht sprechen. Aber dann sagte er mal, Barbara, kommen Sie. Und ich wurde vorgestellt. Und wie ich zu Hitler kam, da stutzte er, schaute mich lang an und sagte nichts. Ich habe mir gedacht, warum hat er mich so komisch angeschaut? Naja, Sie sind neu und so weiter. Ja, neu. Nächsten Tag war ich zum Tee zum Hitler eingeladen. Und dann kam Hitler. Einfach ohne Orden, ohne nichts. Ganz einfach kam er, hat sich gesetzt und sagte, ja, ich bin froh, dass ich Sie kennenlerne. Sie sehen einem Bild ähnlich, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Eine ganz große Rolle. Da war ich baff. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Dann sagte er, ja, das Bild steht auf meinem Nachttisch. Und Sie sehen ihr ganz ähnlich. Deswegen habe ich Sie eingeladen. Sag ich, deswegen haben Sie mich so lange angeschaut. Sie sehen einer Frau ähnlich, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Wissen Sie, wer diese Frau war? Ja, Geri Raubal. War noch damals Olympiade. Und er wohnte, ich hatte eine Wohnung, kleine, aber ich war öfters bei Fröhlich. Ich war tagelang nur bei Gustl. Gustl hat eine Villa gehabt am Wannsee, die nur drei Villen weiter von Goebbels lag. Und er ging immer spazieren mit seinen kleinen Töchtern. Und einmal kam ich von der Olympiade und er hat gesagt, das traf sich zufällig, dass er mit den kleinen Kindern da ging. Und er sagte, Frau Barbara, ich möchte die Villa von Herrn Fröhlich sehen. Da habe ich gesagt, wir kam schon der Fröhlich und wir führten ihn durch die Villa. Es war eine wunderschöne Villa, ein riesen Grundstück, Tennisplatz, Bootsplatz am Wannsee und so weiter. Und sie haben ihm das alles gezeigt und er sagte, darf ich Sie mal einladen auf meine Yacht? Und der Fröhlich, natürlich, Minister. Er hat dann so ein Blockhaus gehabt, weit von Berlin, 20 Kilometer. Und da hat er mich eingeladen, mal. Kommen Sie doch mal sich das anschauen, es ist sehr schön und so. Ich sage, ja gut, wenn ich Zeit habe, komme ich. Und dann kam ich und er spielte Klavier und er führte mich um den See. Da war so ein kleiner See mit Schwänen und ein Wald und es war dort wirklich romantisch und schön. Er hat einen Diener gehabt, Kaiser hieß der, ausgerechnet. Und er hat mich dann zum Tee eingeladen und Cognac und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, da spielt sich etwas. Das ist nicht so einfach. Und versuchte, mich irgendwie zurückzuhalten, weil ich mir da sagte, wenn ich jetzt irgendwie auch Interesse zeige, dann
weiß ich nicht, wie er reagiert. Also ich war immer sehr zurückhaltend und habe immer von Friedrich gesprochen und er reagierte darauf nicht. Und er hat mich dann öfters dann auf diesen Bodensee, zu diesem See eingeladen, sogar sehr oft, nachmittags immer. Und dann sagte er, möchten Sie mal nicht mal abends kommen, es ist so schön hier. Und dann sagte ich, das kann ich nicht, ich spiele Theater. Sagte, nun kommen Sie nach dem Theater. Sag ich, was soll ich denn nach dem Theater herkommen? Was machen wir denn? Sagte, naja, dann ist es sehr schön hier und im Sommer und wir trinken etwas. Er trank nicht. Ein Cognac, das war alles. Und wir haben uns unterhalten. Ich habe mir gedacht, das geht jetzt, das wird gefährlich.